War das nicht eine Wahnsinnsidee, zum Picknick zu fahren? Ja, wie? Ganz toll. Wann sind wir denn da? Gleich haben wir es geschafft. Da vorne ist es schon. Oh, unser Mittagessen haben wir uns heute aber redlich verdient. Endstation. Oh. Können Caro und ich noch bis zum Hochsitz gehen? Klar. Ich komm mit. Nee. Achim, du hilfst mir. Du drückst dich nicht wieder vor der Arbeit. Ertappt. Also, wir gehen dann. In 20 Minuten, nicht länger. Ja. Tschüss. Hast du die Körbe? Mhm. Oh, die sind aber schwer. Ja. Diesen Platz habe ich auch entdeckt. Was ist denn das für ein Summen? Das sind Bienen. Komm doch weg. Vor Bienen habe ich Angst. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Die tun dir nicht. Trotzdem, ich will hier weg. Na schön. Wie weit ist es denn noch bis zum Hochsitz? Wir sind gleich da. Hey, guck mal. Siehst du die Hasen? Hm. Ja, da drüben an der Lichtung. Tja, ich sehe sie. Oh, jetzt sind sie weg. Du, Caro, du hast mir doch was versprochen. Was denn? Na, weißt du nicht mehr, gestern. Was war da? Ich hab dir meinen Schniepel gezeigt. Und dafür darf ich mir deinen Schlitz angucken. Nee, jetzt nicht. Versprochen ist versprochen. So hast du das? Was soll das schon sein? Irgendein Tier. Komm, nun zeig ihn mir. Und wenn das Tier gefährlich ist? Hier gibt's keine gefährlichen Tiere. Tag, ihr zwei. Tag. Seid ihr ganz alleine hier? Nein, wir machen Picknick mit meinen Eltern unten am See. Hm. Bei dem Wetter macht das ja auch richtig Spaß. Was machen Sie denn hier? Ich bin der Förster. Ich sehe hier nach dem Rechten. Oh, ich wäre auch gern Förster. Da kann man immer Tiere beobachten. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Einen Augenblick Zeit? Nee, eigentlich nicht. Ich könnte euch da was Tolles zeigen. Ja? Was denn? Ein Fuchsbau. Nein, wir müssen jetzt gehen. Oh, es ist ja nicht weit. Da, hinter dem Gebüsch. Ach komm, Sven. Wir müssen wirklich los. Naja, vielleicht ein andermal. Tschüss. Wiedersehen, Herr Förster. Macht's gut, Kinder. Ja, alles satt geworden? Es hat toll geschmeckt, Anke. Ich platze gleich. Ich leg mich erst mal ein Stündchen hin. Ah, nichts da. Erst wird abgeräumt. Oh. Und alle helfen. Den Fuchsbau hätte ich schon gern gesehen. Nein, Carola, da hat sich Sven völlig richtig verhalten. Wieso? Carola, in diesem Fall war es wahrscheinlich ein richtiger Förster, aber es hätte auch ein Mann sein können, der was anderes von euch wollte. Ein Wirklichkeitsverbrecher. Genau, Sven. Was ist denn das? Das sind Männer, die Kinder belästigen. Kranke Männer. Die wollen euch nackt sehen und euch anfassen. Und wenn ihr da nicht mitmacht, dann tun sie euch weh. Oder bringen euch sogar um. Der nette Förster? Ja, vielleicht auch der nette Förster. Deshalb geh nie mit einem Fremden mit. Egal, was er dir auch verspricht oder dir zeigen will. Siehst du, Caro? Mami, können wir nicht baden? Ich habe gar keinen Badeanzug mit. Den brauchst du auch nicht. Die können wir ruhig nackt baden. Ach, ich nicht. Ich schlafe. Kommt gar nicht in die Tüte, du Zombie. Entweder alle oder keiner. Überredet. Na, was ist mit dir, Carola? Schämst du dich etwa? Nee, nur... Caro hat noch nie einen nackten Mann gesehen. Was? Oh. Hast du denn deine Eltern noch nie nackt gesehen? Eigentlich nicht. Ja, dann wird's aber Zeit. Ja, gut. Na, was ist, Carola? Hey, Sven, du komm schon. Einmal rein ins Wasser und wieder raus. Ja, das wird bestimmt toll. Wir kommen auch gleich. Gefällt dir was nicht? Nee, es ist nur, ich hab zwischen den Beinen keine Haare. Das kommt noch. Genauso wie dir Brüste wachsen werden. Und wieso habe ich jetzt noch keine? Weil du jetzt noch keine brauchst. Erst wenn du Kinder kriegen kannst, wirst du welche bekommen. Ihr kriegt doch auch bald ein Baby.
Ja, ein Brüderchen. Und das Brüderchen will was essen. Und weil es noch keine Zähne hat, trinkt es eben die Muttermilch aus den Brüsten. Hey, was ist? Kommt denn nicht ins Wasser? Ja, gleich. Du, Anke? Hm? Wieso hat Achim einen größeren Penis als Sven? Der hat doch auch längere Arme und Beine. Und eine tiefe Stimme und einen Bart. Und wenn Sven erst erwachsen ist, hört er das auch. Ah, ja. Sonst noch Fragen? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt schwimmen. Hm? Wir kommen! Aber gut, die Creme. Ach, sei doch mal so nett, Carola, und reib mir den Rücken ein, ja? Ja. Hey, ihr zwei, nun kommt endlich raus aus dem Wasser. Ja, gleich. Typisch, meine Männer. Erst wollen sie nur kurz rein und dann bleiben sie über eine halbe Stunde drin. Mir wäre das zu kalt. Boah, mein lieber Mann, wenn du rauskommst, dann merkst du erst, wie kalt das Wasser ist. Ja, Sven hat schon ganz blaue Lippen. Gar nicht wahr. Was gibt's denn da zu lachen? Naja. Du hast jetzt genauso einen kleinen Penis wie Sven. Wenn es Wasser kalt ist, schrubbelt er immer. Wächst er denn auch wieder? Keine Angst, das tut er. Und wenn wir zwar uns lieb haben, dann wird er sogar noch viel größer. Ach du meine Güte, auch das noch ein Gewitter. Oh. Los, anziehen. Nur macht schnell. Ich pack den Rest ein. Hey, wo ist denn mein T-Shirt? Hier. Ich hab jetzt doch deinen Schlitz gesehen. Macht schon. Wir haben es doch noch geschafft. Aber wie? Völlig durchnässt. Ihr zwei müsst sofort unter die heiße Dusche. Mir ist auch schon ganz kalt. Mir nicht. Ich mag Tränen. Oh. Erzähl dir keine Geschichten. Mach, dass ihr ins Haus kommt. Stellst du die Lederhut? Ja, ja. Und dann lege ich mich erstmal ein Stündchen hin. Na, meinetwegen. Aber woher gib mir die Schlüssel? Hab ich nicht. Die hast du doch. Ach, typisch. Immer hab ich alles. Mami, nun kommst du. Ja. Ach, hier sind sie. Das hab ich gesagt. Wieso bin ich eigentlich gestern beim Friseur gewesen? Mami, nun mach doch so. Ja. So, los ihr zwei, ab ins Bad! Gibst du mir mein Handtuch, Mami? Hier, du, Pascha. Danke. Kann ich auch ein Handtuch haben, Anke? Aber klar doch. Ist was? Das ist aber komisch. Was? Na, dein Ding. Was ist damit? Das ist dir so groß geworden. Na und? Was ist daran so komisch? Anke hat doch vorhin gesagt, der Penis wird größer, wenn sich Mutti und Vati lieb haben. Ja, nicht nur dann, Carola. Es kann auch passieren, wenn man ihn zufällig berührt oder ihn streichelt. Tut das nicht weh? Im Gegenteil, das macht Spaß. Ja? Schade, dass ich kein Glied habe. Doch, du hast auch so eine Art Glied. Nur wesentlich kleiner. Wo? Zwischen deinen Schamlippen. Lippen? Ja. Das sind die beiden Lippen links und rechts von deinem Schlitz. Und dazwischen liegt, etwas versteckt, so eine kleine Wulst. Die nennt man Klitoris oder Kitzler. Ist der denn kitzlig? Ja, in gewisser Weise schon. Und wenn du ihn streichelst, dann wird er größer, genau wie Svens Penis. Und du hast auch Spaß. Wenn du alleine bist, kannst du es dir ja mal angucken. Und dann siehst du auch unter der Klitoris die Öffnung der Harnröhre. Damit machst du Pipi. Und noch etwas tiefer ist die Scheide. Das ist das Loch, wo die Kinder rauskommen. Bei meiner Mutter auch? Ja, bei allen Frauen. Abendbrot ist fertig. Was? Du hast Abendbrot gemacht? Ja. Papi muss krank sein. Noch. So, nun beeilt euch, aber es ist schon spät geworden. Nach dem Essen geht's sofort ins Bett.
wirklich, kannst du mir glauben? Ach, du spinnst ja. Wie sollen die Kinder denn sonst da reinkommen? Ich weiß es nicht. Und außerdem will ich jetzt schlafen. Ihr habt ja immer noch Licht. Jetzt wird aber geschlafen. Mami, sag du Caro, dass ich recht habe. Womit? Dass der Mann sein Glied in die Scheide der Frau steckt. Das stimmt. Mhm. Und dadurch entstehen Kinder? Ja. Schau mal, Carola. Anke hat dir doch heute erzählt, wenn ein Mann und eine Frau sich sehr lieb haben, dann richtet sich das Glied des Mannes auf und wird ganz hart. Erst dann kann er es in die Scheide stecken. Und wenn sich beide dabei bewegen, wird das Gefühl immer schöner. Und wenn es am schönsten ist, spritzt aus dem Glied des Mannes der Samen in die Scheide der Frau. Wieso spritzt? Ich denke, Samen sind Körner. In diesem Falle nicht. Es sind unheimlich viele winzige kleine... Samenfäden. Ja, die sehen aus wie kleine Kaulquappen. Nur viel, viel kleiner. Na, sag ich doch. Und die schwimmen auf das Ei der Frau zu und befruchten es. Und daraus entsteht das Kind. Richtig. Und wie kommt das Ei in die Frau? Das entwickelt sich jeden Monat in ihr. Und wenn es nicht befruchtet wird, wird es abgestoßen. Und beim Mann bildet sich der Samen in den Hoden. Das sind diese beiden kleinen Eier in dem Sack, der unter dem Penis hängt. Aber wenn diese Samenfäden... Genau, diese Samenfäden und das Ei unheimlich klein sind, wie kann daraus überhaupt ein Kind entstehen? Ja, das dauert doch eine Weile. 9 Monate. Mal weniger, mal mehr. Wahnsinn. Das ist ja wie ein Wunder. Mhm. Ja, Carola, das ist es. So, und jetzt schlaft schön. Es war echt toll bei euch. Uns hat's auch Spaß gemacht. Und wenn du morgen wieder zu Hause bist, dann wirst du viel zu erzählen haben. Gute Nacht, ihr zwei. Schlaft schön. Nacht, Mami. Nacht, Papi. Gute Nacht. Nacht. Das wird aber auch Zeit. Wir haben dich nämlich alle sehr vermisst, du kleine Spinatwachtel. Ich euch auch. Hallo, Prinzessin. Hallo, Papi. Tag, Mami. Tag, mein Schatz. Na, wie war's? Irre. Irre? Was habt ihr denn gemacht? Oh, Opi. Wir haben toll gespielt, gegrillt, wir haben Picknick gemacht. Und wir haben nackt gebadet. Nackt? Mhm. Und ich weiß jetzt, die Kinder gemacht werden. Das ist ja interessant. Wer hat dir denn das erzählt? Anke und Joachim. Ja, für das Thema bist du doch noch viel zu klein. Nö, finde ich nicht. Warum habt ihr mich eigentlich nicht aufgeklärt? Wieso eigentlich nicht, Hildegard? Ja, wieso nicht, Kind? Ja, das ist doch die natürlichste Sache der Welt. Und die wichtigste, wenn ich so auf deinen dicken Bauch sehe. Ja, sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich kann euch aufklären. Oh. Ich glaube, der Storch klappert.